Das sind die Zwillingsschwestern Natalie und Isabel. Mit ihren gerade mal 22 jonglieren sie täglich mit Tausenden von Euro ihrer Kunden. Ihr Job? Finanzcoach. Ihr Büro? Zur Untermiete im 20. Stock des Frankfurter Opernturms. Auf einer Fläche so groß wie ein Einfamilienhaus. Hier arbeiten sie zusammen mit ihrem Bruder Dominik und ihren 7 Angestellten und beraten potenzielle Geschäftskunden auf der Suche nach einer Büroimmobilie. Unser Hauptgeld verdienen wir tatsächlich mit unserer Büroimmobilienfirma oder mit unserer Datenbank über den deutschen Büroimmobilienmarkt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir so viele Angestellte auch haben, die auch wirklich viel an der Datenbank arbeiten, damit die natürlich aktuell gehalten wird. Und mit Easy Finance muss man ganz ehrlich sagen, das ist eher so ein Hobby, was wir hatten, was jetzt auch ein zweites Unternehmen geworden ist. Mit Easy Finance sind sie hauptsächlich bei Social Media präsent. Bei Instagram haben sie rund 30.000 Follower, wollen aber auf keinen Fall Influencer sein. Ich finde das Wort Influencer gerade in dem Bereich ein bisschen schwierig, weil ich ja keine Leute beeinflussen möchte, irgendein Produkt zu kaufen. Ich würde eher sagen, dass es in die Richtung geht, dass wir eher Finanzwissensvermittler sein wollen. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance. Und um dieses Wissen zu vermitteln, drehen sie jede Woche Videos für ihren YouTube-Kanal. Gemeinsam möchten wir deswegen euch Schritt für Schritt an die Themen heranführen und euch aufzeigen, wie wichtig es auch gerade in der momentanen Situation ist, sich mit der Geldanlage eigenständig zu beschäftigen. Für Privates bleibt den beiden kaum Zeit. Unter der Woche arbeiten sie jeden Tag im Schnitt 10 bis 12 Stunden für ihre Kunden. Und statt Party am Wochenende geht's nach Hause nach NRW, um dort internationales Management zu studieren. Ich bin jetzt so happy mit dem, was ich habe. Und da ist es mir wirklich egal, ob ich dann eine Party weniger habe. Wir sind trotzdem noch, gehen wir abends auch mit Freunden mal irgendwie was trinken oder gehen nett was essen oder so. Das tun wir ja trotzdem noch. Das eine schließt das andere ja nicht komplett aus. Wir reduzieren es halt nur. Taschengeld haben die beiden früher nicht bekommen. Deswegen haben sie früh angefangen zu arbeiten und zu investieren. Ihre erste Aktie haben sie mit 18 gekauft. Ihr Tipp? 10% vom monatlichen Brutto zu sparen und vielleicht auch mal auf die ein oder andere Ausgabe zu verzichten. Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass gerade Menschen in meinem Alter sagen, ich will das Geld ausgeben für Party und Co. Natürlich ist das, kann man das nachvollziehen, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch irgendwie ein bisschen Geld zur Verfügung hat, seien es 20, 25, was auch immer Euro, die er einmal investieren kann, um auch da überhaupt ein Gefühl zu bekommen. Fest steht auf jeden Fall jetzt schon, die Zwillinge investieren selbst viel Zeit, damit wir alle die Welt der Finanzen besser verstehen.